Schönen guten Tag, der Era ist wieder da. Wir spielen World of Tanks und heute gibt's endlich mal wieder Lux-Gameplay. Ja, ich weiß, davon gibt's auf diesem Kanal mehr als genug, aber das ist mir egal, weil davon fällt halt auch am meisten an und ich fahre dann auch eine ganze Weile. Wobei ich euch sagen muss, dieses Filmchen steht tatsächlich, war es beinahe vorbei gewesen mit dem Lux-Gameplay. Wir haben ja die gute Tradition, dass der Lux immer den Abend beendet und Fakt ist, die letzten Abendenden waren ganz furchtbar. Also unser Lux hat jetzt eine ganze Weile gar nicht funktioniert. Wir haben nur noch den Hintern aufgerissen gekriegt. Wir haben Teams gekriegt, wo man nichts mehr reisen konnte. Wo man selbst mit einem Lux nichts mehr machen konnte. Ständig Sechser-Matchmaking und Teams im Idiotenmodus. Und das sind die Gameplays. Es hat sich wieder geändert. Wir sind wieder da. Der Lux ist wieder am Leben. Der Lux ist back. Und ich bin offen. Hahaha. Das ist direkt der Abend, an dem endlich der Lux beschlossen hat, er müsste wieder mal funktionieren. Das ist ein A20. Ist da nicht immer Stau auf der A20? Uiuiuiuiui. Den Stutzwagen gesehen. Guck mal. Er sieht so aus wie Papa. Nee. So, da sind sie alle, die Gegner. Wir haben beschlossen, wir fahren hier mal durch die Mitte. Und das sind die beiden Replays direkt vom Ende des Tages, als der Lux sein Comeback gab. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. So, die Gegner haben ihren Lux schon eingebüßt. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Aber deswegen gibt es ja nichts zu verzagen. Wir fahren ja trotzdem weiter. So, da ist ein Lux. Da ist ein Crusader. Da ist ein KV-1. Ja. Da sind sie alle. Alle unsere kleinen Freunde. Jetzt stehen wir hier so ein bisschen zwischen Baum und Burke. Das ist tatsächlich ein bisschen grenzwertig. Da ist der gegnerische Lux. Das ist natürlich ärgerlich. Hast du etwa geschossen? Du kommst hier nicht mehr weg. Oh Mist, da ist ein T-28. Oh, und ein Crusader. Was? Motor, seid denn ihr das vom Fisch bespuckt? Eieiei, jetzt muss ich aber einstecken hier. Das ist nicht schön. Das finde ich nicht gut. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch den Elder. Und der Elder hat sich ein bisschen verrechnet. Der T28 lebt noch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein wenig ärgerlich. Und ich bin halt schon ziemlich angeschlagen. Valentine. Komm, nehmt mal den Crusader raus. Sehr gut, Crusader ist raus. Hier ist noch der T28. Ja. Hier irgendwo ist er. Da hängt er rum. Da ist er, der kleine Fratz. Der kleine Scheißerling. Der kleine Scheißerling. Oh, das war ein bisschen viel geschossen. Das war ein bisschen viel. So viel wollte ich gar nicht schießen. Egal, ich muss mich unbedingt wieder verstecken. Hey. Da ist noch ein KV-1. Wir haben noch irgendwo ein PZ-4H mit Dörp. Das ist alles grenzwertig. Oh, der KV-1 hat schön gefressen. Sehr schön hat er sogar gefressen. Kann ich dem noch was geben? Naja. 32 Schaden sind 32 Schaden. Die kann man damit draufkleiden. So, da hinten ist noch ein Lux 10-4. Jetzt ist das Problem, oh, das war die PZ4H. Oh, hier müssen wir jetzt aufpassen. Und jetzt. Der kriegt Schaden. Ah, der ist immer noch da. Ich bin offen, ich bin... Ach, Mist. Ja, vom 4H aus dem Leben gedürbt. Aber das ist egal. Ich war so glücklich, dass endlich mal wieder ein Lux-Comeback möglich ist. Der Lux ist wieder da und jetzt ist es nur noch eine Arti und nur noch ein anderer Lux. Und es ist alles schön und die Welt ist voller Zuckerwatte. Also das ist tatsächlich so echt durchgeknallt. So, da ist die Panzer selbst voller Fette. 4B. Da war die Panzer selbst voller Fette 4B.
Ja, und dann war das seit langer Zeit endlich mal wieder ein schöner kleiner Sieg für den Lux. Und da haben wir gesagt, okay, wir fahren direkt noch eins. Und das will ich euch nicht vorenthalten, das mache ich direkt noch hier im Anschluss dran. Jo, und direkt danach hat es uns mit dem Elder nochmal in den Lux geschmissen, weil, wie gesagt, die haben gesagt, oh, ist es ein Comeback, lässt sich ein Trend erkennen oder war das nur ein Ausrutscher, dass das hier an der Küste wieder mal funktioniert hat. Und da hat es uns nach Minsk geschmissen, das ist ein Fünfergefecht. Das ist okay, das kann man machen. Und dann schauen wir mal, ob die kleine Terrormieze auch in Minsk wieder funktioniert. Weil, wie gesagt, das war jetzt in letzter Zeit... Uiuiui, das war grenzwertig. Also wir haben sehr oft einfach nur Rotz-Matchmaking, ganz, ganz furchtbare Teams, ganz öfters mal den Hintern aufgerissen bekommen, um es mal nett zu formulieren. Ich muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man hier ein bisschen nette Sachen sagt. So, planen wir jetzt erstmal so ein bisschen zu spotten. Ich habe schon mal den Gegner-Lux gefunden. Da ist ein 38 NA. Gucken wir nochmal, was hier noch so zu finden ist. Nichts mehr. Uiuiui. Guck mal, mein Lux ist übrigens fast auf 450 Meter Sichtweite. Es reicht nicht ganz, aber ich weigere mich hier Premium-Zeug reinzutun. Normalerweise müsste man in den Lux noch ein bisschen Premium-Futter reinmachen oder so. Dann könnte man hier noch ein bisschen mit Schokolade nachhelfen. Dann ging da was. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn da? T67, 14 TP. Kann man da was tun? Da gibt es doch bestimmt was von Ratiofarmen. So, T67. Ach Mist. Der hat zu zeitig eine gefressen. Der haut wieder ab. Boah, in Minsk, diese ganzen Flieger, das ist echt übel anstrengend. Das finde ich echt übel anstrengend. So, da ist ein Lago. Bin ich auch zu langsam für. Also hier, was hier so an dieser Brücke los ist, das ist tatsächlich echt so ein Problem. So, 14 TP. Bleib doch jetzt nicht dort stehen und lass dich zerledern. Fahr doch mal weg, da kann man dir auch helfen. Okay, er hat den T67 raus. Das ist okay, das ist sein gutes Recht. Und dann können die aber ein bisschen Platz machen, der Kollege, dass man hier ein bisschen helfen kann. So, bis jetzt ist es wieder so eine Gurkennummer. Aber da waren 150 Schaden, das ist 38 in A. Verstecken wir uns mal hinter unserem Kran. Oh, Alter hat einen schlechten Clip angebracht. Das war nicht so... geil, das war ein bisschen wenig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den 14 TP hier nochmal ein bisschen bearbeitet kriegen. Die Arti schießt. Ja, das ist alles ein bisschen fitzelig. Es ist nicht so, wie mein Lux sein soll. Mein Lux soll als Terrormieze übers Feld rennen und alle töten. Das ist der Plan. Oh, da ist Chirurgo. Der ist natürlich echt ein Problem. Boah, echt gebounced. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht vom Chirurgo kriegen. Das möchte ich gern vermeiden. Das möchte ich bitte gerne vermeiden, Freunde der Sonne. Boah, und da schießt er mich. Ich bin noch gar nicht mehr offen. Also das ist sowas, was ich echt dann immer so ein bisschen grenzwertig finde. Ich frage mich dann immer, wieso trifft er mich dann trotzdem? Also wie hat er das hingekriegt, dass er jetzt... Guck mal, ich stehe da hier noch in meinen Büschen. So, mein Freund. Da kriegst du nochmal eine schöne 177. Jetzt bin ich offen. Gar nicht gewusst, dass man hier mit dem Kran so viel Spaß haben kann. Nur aufpassen, dass der 38 NA... Oh, Elder, puh. Oh, der Chirurgo muss weg. Der Elder kriegt sonst einen Arsch voll. Chirurgo raus. Sehr gut. Gut. Kill Nummer 1. 500 Schaden auf der Uhr. Das ist schon mal okay, das kann man schon mal machen. Aber das sollte ja im Lux auch möglich sein. Aber so langsam kehrt das Feeling wieder. Ja, Arti, leck mich doch. Da bin ich ja schon lange weg, wenn du hier beschließt, mich zu schießen. 14 TP, komm mal her, mein Freund. Mist. Reload, reload. Hm. 14 TP, wie kriegen wir den da raus? Hier ist noch ein T80 unterwegs, wie auch immer der hierher kommt. Der 38 NA hängt hier bestimmt auch noch irgendwo rum. Das sind alles so Sachen, da muss man mal... Ah ne, der 38 NA ist weggefahren. Das ist cool, dann könnten wir jetzt wirklich mal den 14 TP angehen. Oh, der 38 NA hat jetzt schön vom Elder gefuttert. Oh, da ist noch ein KV1S. Eieieiei. Naja, 56 Schaden sind 56 Schaden.
Das ist halt leider das Problem. Russische Heavys sind jetzt nicht unbedingt das, was man unbedingt im Lux bekämpfen möchte. Aber was willst du machen? Es ist ja Zeichen der Zeit. Aber wenn er mir die Seite hinhält, nehme ich die 100 Punkte und noch mit hier. Sehr gut. Jetzt kriegt der KV1S noch richtig Ärger. Da geht er den Weg allen Irdischen. So, 38 in A. Komm, den nehme ich auch noch. Komm mal raus, mein Duxi. Ach, komm, 38 in A. Schade. Der Elder hat ihn. Ja, sehr gut. Elder hat ihn. Jetzt müssen wir den 14 TP uns mal vornehmen. Hüpf. Und hier merkte man schon, dass das Comeback des Luxes nicht mehr aufzuhalten ist. Brauchen wir gar nicht diskutieren, da ist er. Bye, bye. Der Lux ist wieder da. Oh, ich sag euch, es hat mir gefehlt. Es hat tatsächlich so ein Stück weit gefehlt hier, das gute Gerät. Er hat gefehlt, der gute Mann. Weil da waren echt ein paar Gurkenspiele in letzter Zeit auf dem Gerät. Es war echt unerträglich. Stand man innerhalb von den ersten 3 Minuten stets 10-0 für die Gegner. Und man hat noch gar nichts gemacht, man ist gerade erst losgefahren. Und dann wird schon gestorben. So, jetzt müssen wir aufpassen, die haben noch einen Hetzer, die haben noch einen 3J. Und eine Grille. Ja, das könnte jetzt natürlich, wenn ich jetzt in die falsche Straße fahre. Okay, da ist ein Hetzer, ich bin am Arsch. Ja, Plan war jetzt eigentlich, ja, der Plan war, ja, da hätte ich durchfahren können, aber zu langsam. Ja, da holt mich der Hetzer. Aber egal, weil der Marder 38T den Hetzer killt und jetzt gleich hier mein Freund Elder Jansky im Todeshetzer in der Terrormieze noch zum letzten Gefecht einreitet und dann nochmal richtig reinleuchtet, hoffe ich. Komm, nimm furchtbare Rache. Sehr gut, Dankeschön. 3J auf Elder seinen Nacken. In die Grille. Schade. 2 Sekunden zu spät, sonst hätte noch der Ram-Kill sein können. Ja, das war auf jeden Fall das Comeback des Hetzers. Hier gucken wir mal schnell in die Auswertung rein. Jo, und das, finde ich, kann man sich angucken. Überlegen hat zwar in zweiter Klasse, irgendwie scheinen die doch nicht hintereinander gewesen zu sein. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge umgeschmissen. Oh je, ich glaube, ich habe die Reihenfolge verwechselt. Also das zweite Replay war das, was zuerst war und andersrum. Weil das hier der erste Tagessieg ist. Guck mal, 24.12. steht schon hier. Nee, es war der 23.12. irgendwann 23 Uhr irgendwas. So, Teamauswertung. Jawohl, da ist er wieder. Ära, ganz vorne 820 EP, 874 Schaden, 2 Kills. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Der Elder ist auf Platz 3, hat auch seine 2 Kills reingebracht. 84 Schuss, 50 Treffer, 30 Durchschläge und jede Menge Schaden verursacht und einen Haufen Spaß gehabt. In diesem Sinne, ich hoffe, der Lux läuft jetzt wieder und ist wieder am Stissel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, einen netten Kommentar schreiben und ja, bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära.